Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie immer recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche nehmen wir euch mit in eine verlassene Fabrikanlage, deren Herkunft bis zuletzt leider ungeklärt blieb. Was ich allerdings herausfinden konnte, erfahrt ihr allesamt von mir wie üblich in den kommenden Minuten. Kommt nun also mit auf eine entspannte Runde durch diesen verlassenen Ort und wenn ihr nach dieser Folge noch mehr solcher Orte sehen möchtet, dann besucht gerne unseren Kanal und abonniert uns auf diesem Wege gleich mit. Ihr wisst schon warum. Jetzt geht es aber rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine verlassene Fabrikanlage. Diese Anlage erweckte schon vor einigen Jahren meine Aufmerksamkeit. Als die Fabrik dann aber auf der Agenda stand, starteten plötzlich Sanierungsarbeiten, die wirklich sehr unerwartet kamen. Aber sei es drum, ich strich diese Adresse dann einfach von meiner Karte und damit war dieses Kapitel erledigt. Dass es hier noch ein zweites geben würde, hätte ich so aber nicht erwartet. Jahre später auf dem Weg zur Autowerkstatt des Vertrauens kam ich erneut an der hier gezeigten Anlage vorbei. Die Sanierungsarbeiten waren beendet, aber definitiv nicht abgeschlossen. Keine Spur von weiteren Arbeiten. Warum auch immer hatte man dieses Vorhaben eingestellt und es sah auch Wochen später nicht danach aus, als ob man nur temporär die Arbeit niederlegte. Mit etwas Zeit im Gepäck starteten wir dann das zweite Kapitel, allerdings diesmal vor Ort. Die kleine Fabrik befindet sich etwas zurückgesetzt an einer Eisenbahnbrücke fast in Ecklage zu einer Straßenkreuzung. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Adresssuche, zumal das Objekt auch noch in einem Hinterhof liegt. Auch änderte sich der Straßenname über die Jahrzehnte, sodass es nicht einfacher wurde. Im Objekt hatte man tatsächlich einiges geschafft. Vor dem Hauptgebäude stand ursprünglich, rein optisch würde ich sagen, ein Kiosk, eine kleine Kneipe oder ein Imbiss. Dieses kleine Gebäude wurde bestimmt aus Platzgründen zügig weggerissen, um die geplanten umfangreichen Sanierungsarbeiten zu starten. Man kam außerdem einfach mit schwererem Gerät deutlich besser ran. Im Objekt selbst warteten fast komplett entkernte Räumlichkeiten auf uns, die nicht auch nur den Hauch einer Spur in Richtung ursprünglicher Nutzung zuließen. Meine Hoffnung lag nun auf der Recherche im Netz. Dass ich da aber so auch nach mehreren Stunden der Suche enttäuscht werde, hätte ich nicht erwartet. Egal nach welcher Straße, Nummer oder Stichwort man suchte, eine Antwort auf die ursprüngliche Nutzung fand ich bis zuletzt nicht. Und die, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass mich das ziemlich wurmt, wenn ich euch zum Objekt nichts erzählen kann. Einen einzigen Hinweis fand ich dann aber doch. Demnach könnte, in Anführungszeichen, diese Anlage der fünfte Betriebsteil der Leipziger Druckmaschinenwerke gewesen sein. Da eine eindeutige Adresszuordnung nicht möglich war, vor allem in Bezug auf die Straßennummern, bleibt diese These mit Vorsicht zu genießen.
Es machte den Anschein, als ob im Hinterhof der benachbarten Wohnhäuserzeile gleich mehrere kleine Werkstätten zu DDR-Zeiten in einen VEB-Betriebsteil zusammengefasst wurden. Den angesprochenen Betriebsteil gab es dort tatsächlich, aber welche Hinterhofgebäude dazu zählten und welche nicht, bleibt ungewiss, denn einige waren miteinander verbunden, was diese These bis zuletzt stützt. Die Anlage bot trotz Rohbau im Keller und Erdgeschoss teils sehr gute Motive. Folgt mir diesbezüglich auf Facebook und Instagram, dort werdet ihr diese und viele weitere Bilder in Zukunft finden. Leider kam man nur noch bis in die erste Etage und selbst diese war nicht mehr wirklich betretbar. Das Treppenhaus, ausnahmsweise mal aus Holz, war so schwer beschädigt, dass ein Höherkommen schlichtweg lebensgefährlich war. Im Regelfall sind in älteren Fabriken die Treppenhäuser zu 97% erfahrungsgemäß aus Metall, Beton oder Stein. Hier war es zu unserem Pech eben anders. Der Gedanke, dass eventuell das Frontgebäude ein Wohnhaus war, ließen die inneren Räumlichkeiten schlichtweg nicht zu. Ich war wieder in einigen Foren unterwegs, durchsuchte VEB- und Denkmalschutzlisten, googelte die Geschichte des Stadtteils und mittels Stichworten nach irgendeiner Spur. Am Ende blieb nur das stehen, was ich euch hier erzählt habe. Ein Denkmalschutz scheint dementsprechend auch ausgeschlossen, denn eine Eintragung fand ich für die oder die Adresse auch nicht. Hier seid auf jeden Fall wieder ihr gefragt. Solltet ihr diese Anlage kennen oder irgendwas dazu wissen, dann schreibt mir doch bitte auf Facebook oder hier in die Kommentare. Somit verabschiede ich mich jetzt und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like für dieses Video da und abonniert uns für kommende Folgen, solltet ihr das noch nicht getan haben. In diesem Sinne bleibt mir auf jeden Fall gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.